Herzlich willkommen bei Dark Souls 2, dem guten alten Rage Simulator. Also, ich habe es noch nicht angespielt. Ich habe es mir eben erst runtergeladen. Wir haben den 25. Also, es ist heute rausgekommen für PC. Mal Grafik anpassen. Ich habe eben noch nichts eingestellt. Ja, hoch, hoch, hoch. Na, Mittel. Tiefenschärfer ein. Hoch. Jo. Für alle Charaktere aktivieren. Okay. Man sieht unten auch AB zurück. Ja, noch alles auf. Okay. Noch alles für Ding eingesetzt. Für, wie heißt's? Ja, wir, Konsole. Genau. Blut ein und Titel ein. Hat immer anzeigen. Helligkeit einstellen. Wollt ihr mich verarschen? Yep, so geht. Alter. Geht doch. Perhaps you've seen it. Maybe in a dream. A murky, forgotten land. Place where souls may mend your ailing mind. You will lose everything once branded. The symbol of the curse. An augur of darkness. Your past, your future, your very light. None will have meaning, and you won't even care. By then, you'll be something other than human. A thing that feeds on souls, a hollow. Long ago, in a walled-off land far to the north, a great king built a great kingdom. I believe they called it Dranglake. Perhaps you're familiar. No, how could you be? But one day, you will stand before its decrepit gate without really knowing why.
drawn to a flame. Your wings will burn in anguish. Time after time. For that is your fate. The fate of the cursed. Okay, hammergeiler Anfang. Na, was sagen die Lade? Oh. Okay. Maus-Sensibilität ist mal, das normale Angriff. Das sieht nach schwerem Angriff aus. Okay, das ist irgendwie komisch. Damit wechsle ich das hier. Okay. Das ist Q, E. Okay, ich kann es mit I ist Kamera drehen, U ist Schlagen. Gut, Z ist der schwere Angriff. Alt ist normal laufen. Ne, doch Alt ist. Gut, Steuerung. Ne, Leertaste ist Rollen. Okay, wir haben hier Hunde. Interessant. Naja, da fickt euch. Fuck, wo ging's lang? Ich hasse Dark Souls jetzt schon. Ah, okay, hier ist lang. Escape, okay. Inventar. Finstersymbol, schwarzer Trinkkristall, okay. Ah, wir haben... Ausgerüstet. Gut, okay. Spieloption. Bildschirmoption. Gut, nein, komm zurück. Spieloption. Kameraempfindlichkeit. Stell ich mal ein bisschen runter. Okay, doch nicht so viel. Ja, geil, linker Stick. Habt ihr einen Arsch offen? Danke. Ich kann nichts umstellen momentan noch. Ist wohl echt darauf ausgelegt, dass man es mit Konsole spielt. Also mit einem Stick, nicht mit Stick, mit einem Controller, weil ich spiele momentan hier mit einer Maus und Tastatur. Schon. Bemerkst du mich? Merkst du mich nicht? Du bemerkst mich nicht? Vielleicht aber ein Item. Egal, weg hier. Okay, jetzt muss ich rausfinden, was ist Rennen? Das nicht Rennen, das auch nicht Rennen. Was ist Rennen? Waren wir hier gerade eben? Ach, da waren wir. Okay. Was ist Rennen? Okay, geil. Was ist öffnen? Gut, das ist das hier. Okay,
X ist re... Das ist feststellen. Boah, ey, das ist richtig ätzend, wenn man so nichts hat. Okay, erstmal feststellen. Das ist der schwere Angriff. Das ist... N ist beidhändig nehmen. V, B... F ist E? Nee. E sieht nach Durchschalten aus. R ist es nicht. 1, 2, 3, nein, ist es alles nicht. Okay, Leertaste ist es nicht. Ernsthaft, Enter. What seems to be the ruckus? Oh my, your face. The face of the curse. It's an undead. An undead has come to play. They all end up here. All the ones like you. You spoke to that kind old dear, didn't you? You're finished. You'll go hollow. Yes, you will become one of them. Hollows prey upon men, feast upon their souls. This is the fate of the cursed. What is your name? Okay, unser Name ist natürlich Sir Drago, so wie immer, wenn es noch geht. Ja. At least you know your own name. Here's your reward for sharing. It's a human effigy. A closer look. Who do you think it's supposed to be? Think back, deep into your past. Yes, it's an effigy of you. Gott, sind wir hässlich. Okay, also, jetzt geht's endlich los. Ich finde es gerade hammerranzig am Anfang erstmal, dass wir, hier die ganze Dingssteuerung haben, die Konsolensteuerung. Na, was nehmen wir? Normal, schmächtig, noch schmächtiger, eher ausgehungert aus, bisschen fetter, noch fetter. Na so. Oh ja. Geschlechthammer. Klasse. Krieger. Kampferbruch Krieger. Stark und geschickt. Enorme Waffenerfahrung. Starte mit sehr viel Stärke. Was ist das hier? Ah, verdammt. Okay, das ist der Schwert und Schild, Heini. Das ist Ritter. Hat eine relativ hohe Resistenz und eine TP hat relativ viel auch. Trägt keinen Helm, Schwertkämpfer. Das ist eher so der Sneaky Guy. Bandit halt, ne? Aber er hat von Anfang an einen Bogen. Das ist schon mal interessant. Was mich jetzt eher interessieren würde. Hoher Wille und Wunder leiten ihn. Nee. Zauberer, lass mal. Erkunder. Geil, Pfeil, aber kein Bogen. Aber er hat gleich mal einen Ring. Und er hat von Anfang an Fahrungswahrheitsverkehrer dabei. Das ist das hier. Er hat Arkanbomben, Lebensstände, Reparaturpulver, Aromaschlick, ein komischer blauer Stein und ein Amulett dabei. Oder den Bettler, genau.
Ich glaube, ich werde als Krieger spielen. Lebensring, Menschenbild, Heilstoff erstmal nicht, Heimatknochen. Gut, das ist halt so durch. Was für eine Gabe nehme ich denn? Asketenleuchtfeuer? Macht immer Sinn bei Dark Souls, ne, die Gegner noch stärker zu machen? Ich meine, nein. Das will man nicht. Riesenbaumsamen, kein Plan. Also das ist halt, gut, nichts ist halt, ja, nichts. Lebensring. Leichte TP-Erhöhung ist es nicht der Burner. Menschenbild ist ein Verbrauchsgegenstand, bringt nicht viel, von daher Heilstoffe. Ja, bringen auch nicht viel. Gut, überlebst halt am Anfang ein bisschen länger, sind ebenfalls Verbrauchsgegenstände und daher relativ nutzlos. Heimatknochen ist zum Teleport auch Verbrauch. Ich werde das versteinerte. Ja, versteinertes etwas. Okay, Aussehen. Herkunft. Ganz bleich. Frisur, was nehmen wir denn? Nein, wir nehmen keine Glatze. Ja, hier kann man nochmal die Dinger drehen. Das stinkt ein bisschen. Ja, so was. Haarfarbe. Nein, nicht blau. Augenbrauen. Alter Vater. Würde aussehen wie Luca. Oder wie Nico. Augenbrauen. Das ist krass grün. Nein. Das ist zu grün. Okay, Bart. Und ja, er bekommt einen Bart, weil Typen mit Bart einfach geiler aussehen. Okay, vergessen wir das. Okay, doch, das geht klar. Tätowierung. Das sieht aus wie ein hartes Brandmal einfach nur. Ja, immer geil. Sieht aus, als hätte er einen Stock ins Gesicht bekommen. Ich glaube, wir probieren mal den hier aus. Tätowierungsfarbe. Schwarz. Rot. Er bekommt schwarze Deckkraft. Das ist halt richtig rein hell. Das ist immer so ganz leicht. Nein, fuck! Wo es gar nicht scheiße aussieht. What the fuck? Naja, mal schauen, was es hier noch gibt. Gut. Und Einstellung. Alter, ich krieg einen Vogel noch damit. Ja. All people come here for the same reason. To break the curse.
You're no different, I should think. Doesn't stand a chance. Well, you never know. To the kingdom. But remember, hold on to your souls. They're all that keep you from going hollow. Oh, I'll fool you no longer. You'll lose your souls. All of them. Over and over again. Oh ja. Dreckige alte Bitches. Ja, das kommt, weil ich Vorbesteller bin. Also ich habe mir Dark Souls vorbestellt und daher, wie gesagt, habe ich das ganze Zeug hier. Wir können schon wieder runternehmen. Okay. Tastenbelegung. Ja! Angriff. Wie spackig ist das denn bitte? Ja, kurz mal. Rechts. Okay, erstmal kurz komplett neu. Das cutte ich kurz raus. Bis gleich.